Mein Name ist Andreas Schuster. Ich leite hier an der Hochschule Heilbronn den Studiengang Maschinenbau und zu meinen Fachgebieten gehört die Konstruktion und Maschinenelemente. Ja, Maschinenbau ist ein sehr grundlegendes Studium, ist sehr breit angelegt und nach einer soliden Grundausbildung in den klassischen Ingenieurdisziplinen wie der Konstruktion, der Mechanik oder auch der Werkstofftechnik haben Sie im Vertiefungsstudium dann sehr viele Wahlmöglichkeiten, um sich nach Ihren eigenen Interessen auch zu spezialisieren. Durch das Thema der Elektromobilität entstehen auch für den Maschinenbau ganz neue Forschungsschwerpunkte. Kühlung von Antriebstechnik, Leistungselektronik, Akkumulatoren, ein Thema, was durchaus auch mit neuen Werkstoffen einhergeht. Auch daran arbeiten wir. Ganz aktuell im Moment, wir bauen ein Getriebeinstitut hier in unseren Räumen auf, um auch bei der Getriebe- und Antriebstechnik an vorderster Front mitarbeiten zu können. Ich bin hier Promotionsstudent an der Hochschule Heilbronn, hier im Bereich Kolbenmaschinen. Wir forschen hauptsächlich an einer Technologie, das ist die sogenannte variable Kompression. Da können wir einen wertvollen Beitrag leisten innerhalb der Automobilentwicklung. Der Mehrwert hinter einer solchen Technologie ist eine Kraftstoffersparnis von bis zu 5%. Wir haben das bereits auch schon in Versuchsfahrzeuge eingebaut. Dass die Nachfrage nach unseren Ingenieuren auch attraktiv für die Industrie bleibt, modernisieren wir als Studiengang auch unsere Studien- und Prüfungsordnungen regelmäßig. Der VDI veröffentlicht regelmäßig Zahlen zur Arbeitsmarktsituation und die sind nach wie vor hervorragend und wachsend. Die Nachfrage nach Ingenieuren ist sehr groß und da unsere Ingenieure insbesondere in den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus arbeiten, kommt ihnen das natürlich auch sehr zugute.